do a thing like that. Endlich Wochenende, hoch die Hände, denn Freitag ist. Moin Jungs, da bin ich wieder. Aus gegebenen Anlass mache ich dieses Video, weil überall hört man nur noch, ja scheiß Free Mode DLC, hätte man sich sparen können, braucht kein Mensch, boah langweilig und ja blabliblub und jeder schimpft eigentlich nur über das Update. Also ich muss sagen, es ist einer der geilsten Updates, wo Rockstar überhaupt rausgebracht hat mit dem Rockstar Editor und dem freier Modus Event Gedönse da, also ich lieb's einfach. Und die Leute, wo eigentlich jetzt über das DLC meckern, die haben vor ein paar Wochen noch gesagt, hey Rockstar, bringt doch mal ordentliche Stuntrennen raus oder ein Stunt-DLC, bla bla bla. Jungs, ich weiß nicht, spielt ihr überhaupt noch GTA oder kopiert ihr euch gegenseitig? Also jeder, der das jetzt sagt, der hat wahrscheinlich nicht einmal GTA richtig gespielt, weil GTA hat nämlich Stuntrennen, ja, 0.1 oder die Beta-Version davon rausgebracht. Das weiß nur keiner. Also ich habe auch noch keinen deutschen YouTuber gesehen oder überhaupt noch gar keinen YouTuber gesehen, der davon berichtet. Jeder sagt nur, oh, Free-Mode-Event ist voll die Abfuck-Lobby, bla, alles scheiße, langweilig, keine neuen Autos, bla, bla. Wir haben eh genug Autos. Für was brauchen wir noch mehr Autos? Wir haben eh nur 3 Garagen. Also sollen sie lieber die Furt und dann dazu noch ein paar Autos. Das wäre cool. Aber wie auch immer, das Update ist richtig gut und wie auch schon erwähnt, haben sie die Stunt-Rennen-Beta oder sowas rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll, aber ich komme jetzt ganz schnell auf den Punkt. Und zwar, ihr müsst einfach nur unter Start, Online und dann in den Editor reingehen und dann seht ihr genau dieses Bild, was ihr jetzt seht. Und ich habe da schon was Kleines vorbereitet, weil ich muss euch ja nicht unbedingt zeigen, wie man Rennen erstellt. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf Kreation laden, gespeichert. Habe ich mir mal dieses Rennen hier ausgesucht, weil ich habe die ganzen Spawnpunkte und die Bilder und alles, was man halt für ein Rennen zum Erstellen braucht, habe ich schon mal gemacht. Und dann werdet ihr Folgendes feststellen, wenn ihr es mal richtig probiert hättet und nicht immer gleich schimpft und ah, scheiße Rockstar und alles, sondern ja, geht es hier einfach mal hier auf Platzierung, Zusatzelemente und dann habt ihr hier die Barriere, ganz normal wie immer. Der einzige Unterschied ist, dass da unten plötzlich die Rotationsachse dran steht und Stapeln von Zusatzelementen zulassen. Und Zusatzelemente, Vorlagen. Also, gehen wir mal erstmal auf Vorlagen. Da könnt ihr eure Sachen, die ihr baut, eure Türme, eure Rampen, eure Loopings, könnt ihr die ganzen Teile markieren und später wieder abrufen, um die dann wieder einzusetzen. Also, wenn ihr 2 Loopings in einem Rennen baut, dann baut ihr einen, kopiert den und könnt ihn danach wieder irgendwo hinsetzen. Super Sache. Stapeln von Zusatzelementen. Ich glaube, ja, eindeutig. Und jetzt kommen wir hier mal zu der Achse oder Rotationsachse. So, das kennt ihr. Jetzt kann man aber noch die Y-Achse ändern, sprich den Neigungswinkel von den Elementen. Und weil Rockstar eigentlich auf die Community eingeht, und das solltet ihr eigentlich wissen, deshalb verstehe ich nicht, warum ihr da immer meckert, könnt ihr einfach mal hier was hinstellen, wie ihr es wollt. Den Neigungswinkel könnt ihr ändern und dann geht es, achso, runter auf Stapeln zulassen und dann müsst ihr einfach nur so ein bisschen drauf gehen. Ja, Vorführeffekt. Achso, ja. Da müsst ihr nur da drauf gehen, dann geht es wieder hoch und schon. Na, tun wir das mal wieder runter. Und schon könnt ihr einfach hier das nächste Element draufhauen. Dann geht es ein bisschen hoch. Ändert euren Neigungswinkel, wie ihr ihn haben wollt. Und schon habt ihr euren Looping zur Hälfte gemacht. Ihr könnt natürlich auch noch die X-Achse bewegen. Und einfach so, wie ihr wollt, das, was die Community immer haben wollte, eure Sachen so hinstellen, wie ihr sie wollt. Ihr könnt sie ineinander stecken. Da macht Rockstar gar keine Faxen mehr. Also ihr habt jetzt freie Wahl, eure Dinger zu platzieren, wo ihr wollt, wie ihr sie wollt. Und könnt euch richtig austoben, was richtig kranke Rennen angeht. Ihr müsst da jetzt nicht mehr stundenlang mit irgendwelchen Glitches die Sachen aufeinander stapeln. Und meiner Meinung nach sieht das für mich schon ein bisschen nach einem Vor-DLC für dieses zukünftigen Stunt-Rennen, wo eventuell, ist ja von Rockstar nicht bestätigt oder ist von Rockstar nicht bestätigt worden, eventuell kommen könnte. Also ich finde das, was Rockstar uns der Community gegeben hat, einfach super. Und ich verstehe die Leute nicht, die einfach
ja, Free Mode, scheiße, scheiß DLC braucht kein Mensch. Und ich muss sagen, doch, dieses DLC, das braucht definitiv die Menschheit. Oder zumindest mal die GTA-Community. Ja, das Ganze habe ich auch nicht selber rausgefunden, weil an dem Tag, wo ich davon erfahren habe, dass es das möglich ist, war ich noch mit dem Rockstar und mit dem Events so krass beschäftigt. Und deswegen hat mir Claude Speed oder Claude Speed, sorry, wenn ich dich jetzt falsch ausspreche, hat mich darauf hingewiesen, dass es, ja, das Element dazu kam. Ich war noch gar nicht so weit. Ich bin vom Arbeiten heimgekommen und habe mir noch nicht alles angeschaut und war sofort im Free-Mode-Event drin und habe mir dann den Rockstar-Editor angeschaut. Ich bin dann noch gar nicht reingegangen. Aber ich habe auch nicht von Anfang an geschumpft, dass es ein scheiß DLC ist, weil ich finde es einfach von Anfang an sehr geil. Auf jeden Fall, Claude Speed, sein Link zu seinem Kanal ist unten in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, er macht richtig geile GTA-Videos. Und an die anderen alle, ja, ihr könnt mich jetzt haten oder disliken, weil ich jetzt irgendwas gegen andere Leute gesagt habe. Ist mir eigentlich scheißegal, weil ich finde das Update geil und ich finde auch dieser Editor, es ist der Wahnsinn. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video. Und ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht zu böse, dass ich, ja, mich darüber mal geäußert habe. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und das Rockstar-Event steht ja schon vor der Tür. Das heißt, es wird am Wochenende richtig gezockt. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao, bye, bye.